Probleme im chinesischen Immobiliensektor, Schuldengrenze in den USA, eine Inflationsrate, die sich wohl doch hartnäckiger über den Niveaus hält, die man erwarten durfte. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem Update begrüßen. Die Menge an Schlagzeilen lässt keine Wünsche offen. Sie können aus der makroökonomischen und volkswirtschaftlichen Perspektive viel diskutieren. Die Preisbewegungen an den Kapitalmärkten reflektieren dies dementsprechend. Wir können das hier nachvollziehen. Der MSCI World, das jeweils die Daten vom gestrigen Tage, das heißt die Kursbewegungen des heutigen Mittwochs, sind noch mit zu berücksichtigen. Wir können schon sehen, hier die blauen Balken, das jeweils die Entwicklung auf die letzten 4 Wochen. Wir sehen entsprechend Abschläge, sowohl in den etablierten Volkswirtschaften als auch in den aufstrebenden Nationen. Auch Gold konnte sich dem Abwärtstrend nicht entziehen. Und wenn wir das Ganze mal auf Jahresbasis betrachten, also sprich seit Jahresbeginn, dann sehen wir aber dennoch, dass wir speziell beim MSCI World, also bei den Aktien aus den Industrienationen, immer noch, auch nach dem Rückgang der heutigen Tage, entsprechend noch einen zweistelligen Auftrieb bei den Preisen gesehen haben. Die aktuellen Nachrichten verleiten natürlich dazu, jede Preisbewegung entsprechend in die aktuelle Nachrichtenlage einzuordnen. Ich denke, es ist offensichtlich erkennbar, wir sind in einem Risk-Off-Modus. Teilweise hat man ja auch schon im Sommer damit gerechnet, dass wir mal einen Anlass brauchen, damit die Märkte hier entsprechend mal korrigieren. Und nachdem das Rätselraten natürlich nun groß ist, was genau hat welchen Einfluss auf die Preisbewegung, ist, glaube ich, der Blick in die langfristige Historie immer sinnvoll, weil das zeigt sehr deutlich, dass die Schlagzeilen, die immer dann auftauchen, wenn Börsenkurse sich reduzieren, gar nicht so spektakulär sind, wenn man die Vergangenheit kennt. Hier eine schöne Grafik von JP Morgan aus der Quartalspublikation. Und was Sie hier sehen, ist für den MSCI Europe, also einen breiten Index für europäische Aktien. Da sehen Sie jeweils die grauen Balken, die zeigen Ihnen die Entwicklung innerhalb eines Kalenderjahres, also vom 01.01. bis zum 31.12. Und diese roten Punkte, die zeigen den Rückgang innerhalb des Kalenderjahres. Also, wenn Sie ein beispielhaftes Jahr wie hier nehmen, der Verlust vom Hoch zum Tief waren 12%, das Jahresergebnis waren 4%. Wir haben ein anderes Jahr, Verlust innerhalb des Jahres 22%, Gesamtkalenderjahresperformance plus 17. Und interessant natürlich hier, der durchschnittliche Rückgang innerhalb eines Jahres waren 16%, der Median, der das entsprechende Mittelteil 12%. Das heißt, was wir erwarten müssen, wenn wir in die Kapitalmärkte investieren, sei es in Europa, sei es in den USA, sei es in den Schwellenländern, natürlich mit einer unterschiedlichen Amplitude, natürlich mit unterschiedlichen Begründungen in den jeweiligen Jahren, warum es zu einem Rückgang kommt. Die Gründe variieren, aber die normale Erwartungshaltung muss eben sein, 12% Rückgang, egal mit welcher Begründung, ist etwas, was eine normale Erwartung ist. Von daher sind natürlich die Schlagzeilen auch immer übertrieben. Jeder Aktienanleger sollte damit rechnen, dass innerhalb eines Kalenderjahres diese Rückgänge stattfinden. Wir wissen, die Schmerzen zum Zeitpunkt sind der Preis für die Prämie über den Zeitraum. Deswegen sollten Aktienanleger ja auch entsprechend langfristig denken und Kursschwankungen eher dazu nutzen, die ursprüngliche Strategie, wenn sie denn sinnvoll ist und ordentlich diversifiziert, wiederherzustellen, anstatt dann prozyklisch Positionen abzubauen, wenn die Kurse dementsprechend fallen. Interessant auch in diesem Kontext, was wir hier sehen, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema auch. Wir waren hier sehr stark verwöhnt die letzten Jahre, sehen das hier für die verschiedenen Vermögensklassen, dass die Renditen in Lila seit dem Jahr 2009 und hier sehen Sie dann mal in den verschiedenen Balken dargestellt, was die Erwartungen nach vorne sind. Und da sehen Sie hier, naja, die Schwellenländer seit 2009, die Aktienmärkte entsprechend mit durchschnittlichen Renditen von, naja, um die 11%, die Erwartungshaltung nach vorne auf Basis sehr plausibler Annahmen deutlich niedriger. Und Sie sehen schon, das sehen wir bei allen Vermögensklassen, also sprich für Aktien insgesamt, aber auch für Immobilien, für Infrastruktur und natürlich besonders auch für Cash und Anleihen. Da sehen wir, dass insgesamt vernünftige Annahmen nach vorne deutlich niedrigere Erwartungen zeigen als das, was wir die letzten Jahre seit der Finanzkrise gesehen haben. Ich glaube, der Grund ist einfach. Zum einen waren natürlich die Preise für Vermögenswerte nach dem Platzen der Hypothekenkrise in den USA, nach Lehman und allem, was wir gesehen haben, relativ niedrig. Das heißt, die Bewertungen waren günstig. Wir haben Notenbanken gesehen, die mehr getan haben, als die Marktteilnehmer erwartet haben. Und wir hatten natürlich auch massiv fallende Zinsen. Und das sieht man nochmal hier, wenn wir Renditen 10-jähriger Staatsanleihen betrachten. Interqs für Deutschland
in dunkelblau für die USA. Da sehen Sie diesen Rückgang im langfristigen Trend. Und dieser langfristige Renditerückgang, der führt natürlich auch zu Kursgewinnen, der führt zu Preisaufschlägen, nicht nur bei Anleihen, sondern das begünstigt auch Bewertungskennzahlen von Aktien, das begünstigt Preise, die man bereit ist für Immobilien zu zahlen, das begünstigt natürlich auch Bewertungslevel, was Private Equity und andere Investitionen betrifft. Und hier muss man sich natürlich nun die Frage stellen, ob im strategischen Bild wir in der Zukunft nicht ein Umfeld haben, wo die Notenbanken vielleicht weniger tun, als die Marktteilnehmer erwarten. Das heißt, sie tun immer noch viel, aber nicht mehr so viel, wie die Marktteilnehmer erwarten. Dass der Rückenwind fallender Renditen sich vielleicht reduziert oder sich gar ins Gegenteil umschlägt. Und im Endergebnis müssen wir wahrscheinlich sagen, dass Strategien, die im Rückblick der letzten 12 Jahre hervorragend waren, also immer wenn es fällt, kaufen, buy the dip, und man konnte nicht viel falsch machen, zumindest dann, wenn man sich schwerpunktmäßig im US-Markt investiert hat, dass sich das nun ändert und vielleicht die nächsten 10 Jahre eher ein Umfeld sind, in dem Anleger doch wieder mehr mitdenken müssen, in dem Risikomanagement wieder eine größere Rolle spielt. Und obwohl man mehr mitdenkt und vielleicht auch größere Schwankungen erleiden muss, könnten die Renditen niedriger sein. Nichtsdestotrotz, die Renditen für die wachstumsorientierten Vermögensklassen werden höher sein als beispielsweise bei den Staatsanleihen. Also, es lohnt sich immer noch, Wachstum gegenüber Geldwerten überzugewichten, aber das Chance-Risiko-Verhältnis wird schwächer. Das heißt, der Preis für die Renditeerwartung wird höher als in der Vergangenheit, weil die Bewertungen höher sind, weil die Notenbanken in den Erwartungen der Marktteilnehmer stark eingepreist sind und weil der Rückenwind der Zinsen fehlt. Noch dazu tendenziell vielleicht höhere Inflationsraten, was auch nochmal eine gewisse Unsicherheitskomponente bringt. Dazu China, was jetzt nachhaltiger und weniger schuldenfinanziert wachsen möchte. Also da ändert sich doch auch einiges im Portfolio-Kontext. Und diese ganze Entwicklung, die trifft auf ein Umfeld, wo die Anleger sehr stark sich im Anlagenotstand befinden, wo doch eine gewisse Portion Optimismus da ist. Und ich habe es Ihnen hier mitgebracht, die offizielle Inflationsrate für Deutschland 4,1%. Wir sehen, dass entsprechend Staatsanleihen nach wie vor mit negativer Verzinsung durch die jüngsten Bewegungen natürlich auch Kontoguthaben, Verwahrentgelte als Thema und sehen, selbst mit Hochzinsanleihen, also Anleihen schwächerer Bonität, ist der Kapitalerhalt nicht machbar. Das heißt, wir müssen uns klar machen, im großen Bild gilt es, die aktuellen Bewegungen einzuordnen. Es gilt zu hinterfragen, welche Auswirkungen das auf die strategische Ausrichtung der Vermögenswerte hat. Weil eins ist, glaube ich, klar, die Strukturen und Strategien, die die letzten 10 Jahre sehr erfolgreich waren, das werden wahrscheinlich nicht die Strategien und Methoden sein, die die nächsten 10 Jahre besonders erfolgreich sind. Also von daher gilt es vielleicht auch hier nicht nur darüber nachzudenken, welche Vermögensklassen oder Regionen, Branchen über- oder unterzugewichten sind, sondern auch insgesamt, was der Mechanismus ist, vielleicht im Portfolio darüber nachzudenken, zu sagen, auf der einen Seite gibt es Strategien, da bin ich sehr diszipliniert, Buy, Hold und Rebalancing, vielleicht aber auch noch Komponenten, wo wir eine gewisse Risikosteuerung haben, weil eins ist klar, verschiedene Strategien machen Sinn, wenn sie auch wirklich unterschiedlich umgesetzt werden. 3 ausgewogene Strategien, die jeweils 50% Aktien und 50% Anleihen kaufen, die werden tendenziell in die gleiche Richtung laufen. Und ich denke, dementsprechend nun ein guter Zeitpunkt, die eigene Depotstruktur zu betrachten und zu überlegen, was sind meine Risikoträger, was ist meine Strukturierung nach vorne und welche Anpassungen sind notwendig. Nicht vor dem Hintergrund, dass die Kurse jetzt fallen, sondern dahingehend, dass wir eben strategisch in der Perspektive nach vorne über die nächsten Jahre neue Rahmenbedingungen haben. Bis hin dazu, dass vielleicht auch die geopolitische Friedensdividende aufgebraucht sein könnte, wenn wir an die Diskussionen zwischen China und den USA entsprechend denken. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.